Wir sind heute hier am Lessing-Gymnasium in Oberbilk. Wir investieren hier 16,3 Millionen Euro in die Modernisierung dieser Schule. Gut investiertes Geld. Zum einen ist ein Neubau entstanden für die naturwissenschaftlichen Fachräume. Die können aus dem alten Hauptgebäude umziehen. Und da werden die frei werdenden Klassenräume dann umfassend saniert und in moderne Räume, in Lernlandschaften umgewandelt. Und ganz nebenbei sanieren wir auch noch das sogenannte Hofgebäude, eine Schadstoffsanierung und Modernisierung. Insgesamt bekommt das Lessing damit wirklich hochmoderne Räumlichkeiten. Im nächsten Jahr wollen wir fertig werden. Der Schulhof wird auch noch modernisiert und saniert, sodass dann wirklich alles picobello ist und die Schule hier dann ab dem nächsten Schuljahr wirklich in einer hochmodernen Anlage an den Start gehen kann. Ich glaube, es ist ein wichtiges Signal, ein weiteres wichtiges Signal, dass uns Bildung besonders wichtig ist in der Stadt. Wir haben schon mit der Einbringung des Haushaltes für die Jahre 24 und 25 gesagt, wir lassen nicht nach mit unseren Investitionen in den Schulbau. Hier ist jetzt ein toller Meilenstein entstanden. Ich freue mich, dass das Lessing in Oberbilk so modern dann sich präsentieren wird und ein tolles Lernumfeld für alle Schülerinnen und Schüler bieten wird. Und die Lehrkräfte haben hier natürlich auch tolle Arbeitsbedingungen. Ich glaube, die Schulgemeinde kann sehr zufrieden sein. Sie hat auch eine lange Durststrecke jetzt hinter sich. Das war eine Umbaumaßnahme im Bestand. Das ist immer besonders schwierig und mit viel Improvisation nur zu ertragen. Das haben alle ganz toll hinbekommen und dafür wirklich einen ganz herzlichen Dank.